So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lego Racers. Heute geht's ab in die zweite Runde. Ich finde es übrigens, muss ich nebenbei sagen, ein bisschen schade, dass ich euch nicht zeigen kann, wie das aussieht, wenn man die Bausets bekommt von den jeweiligen Champions. Müsst ihr mal auf YouTube, jetzt wirklich ein Walkthrough auch von manchen Leuten. Da könnt ihr das sehen, weil da werden die im Regelfall auch freigeschalten. Finde ich ganz super von den Leuten, dass ich die so mache. Wenn ich könnte, würde ich euch das auch zeigen, aber da müsste ich, glaube ich, erstmal rumsuchen wie Sau. Und ich habe bislang gesagt, meine ganze Bausets verlieren würde, wenn ich da etwas finden würde. Aber gut. Gehen wir mal los zum Runde 2. So König Kahuka. Aha. Die haben alles interessante Namen, muss man irgendwie sagen. König Kahuka. Der redet irgendwie so ein komischer Typi. Er benutzt jedenfalls nicht viele Worte. Ich finde das so lustig jedes Mal. Das ist auch ein Grund, wo ich meistens diese Strecke gefahren bin. Nur wegen dem Typen. Einfach nur dieses Ugakaku. Ah, ich wusste es doch. Oh ja, oh, das war ein guter Superstart. So, bei König Kahuka. Muss man übrigens erwähnen, jeder dieser Champions hat ein bestimmtes System, wie er Items nutzt. Mhm. Habe ich total vergessen im letzten Part. So, und zwar benutzt König Kahuka im Regelfall. Warte, können wir das? Ich zeig das mal. So. Der macht das. Achtung, macht das, macht das. Genau. Diese Schilde nutzt er nämlich wieder gerne. Das heißt, hier so mit den roten und gelben Arbeiten ist keine wirklich gute Idee. Ich werde euch auch mal jemand zeigen, was die gelben stellen können. Hm. Ach, da! Hui! Ich dachte eben gerade, wo ist denn der grüne Stein? Ich muss dazu sagen, Lego Racers die Schreckenauswahl ist wirklich gering. Also, die ersten drei Cups werden noch eigenständig, aber danach kommen die ab dem vierten Cup alles spiegelverkehrt nur noch. So. Ewig kottbar nach hinten schauen. Ich weiß nur nicht mehr wie. So. Ich habe damit jetzt das bisschen abgenommen. Und hat auch gerade ein bisschen rückgerückt? Ich glaube ja. Wenn ja, sorry. Also ich habe das gerade eben ihm die wohl unterbewusst. Ich habe irgendwann über das Herz gerade in meinem Herz getan. Das könnte man doch gerade täuschen, ja, muss ich dazu sagen. Ich hoffe zumindest ein paar. So. Ich würde sagen, das läuft hier eigentlich. So. Ich habe den jetzt mal hier eine Falle gekackt, die dann effektiv gesetzt ist, muss ich dazu sagen. Es gibt bessere Möglichkeiten. Yeah. So. Dann hat er den jetzt schon. Ja, die gelben Steine kann ich mal kurz erzählen. Also, die sind eigentlich nach den Grünen meine absoluten Favoriten. Eigentlich sogar über die Grünen, muss ich sagen. Aber die Grünen sind viel effektiver. Und zwar haben die halt so Behinderungseffekte. Haben wir ja gesehen, das Ölfilz und so dabei. Wow, Kollege, was hast du denn für ein Speed? So, die will ich haben. Unter einfach jedem Preis will ich die rein. Also da ist mir egal, ob ich zurückfalle, ich nehme immer diese grünen Steine mit. Grün, die gelb, die weißen so, die den grün. Oh, ich bin perfekt in einem Grün gelandet, das ist ja super. Hm, schade, ich hab den weiß nicht bekommen. So. Komm. Hat er eben. Da hat er doch eben ganz abwegig einen Stein gewesen, oder nicht? Hm. Oder täusche ich mich jetzt gerade? Hm, muss schon mal ein Auge drauf sein. Oh. Hm, schade, das hätte jetzt mir jetzt. Ich wollte es ja echt wirklich mal ausprobieren, ob so ein Schild einen erlaubt, diese schützen. Weil ich weiß nicht, was der maximal ausgebaute Schild kann. Also die Schilde konnten, glaube ich, nur irgendwie Gegner zum Straucheln bringen. Was heißt zum Straucheln? Zum Rutschen halt. Tschüss. Eben genau weiß ich auch nicht mehr. Tut mir leid. Es ist alles halt so lange her in dem Spiel.
So. Ich würde sagen, wir haben diese Strecke auch perfekt gemeistert. Oh yeah. Habt ihr das gehört? Oh yeah. Diese komische Tanzbewegung, die er drin so irgendwie macht, das ist so Arm hin und her schwingen, kann man ein bisschen erkennen, oder? Nur so ein bisschen kann man das erkennen, finde ich blöd. Boah, die Eiswelt. Zum Glück funktioniert diese typische Eislogik nicht. Frag mich nicht warum. Eislogik in einem Racing-Spiel, die nicht funktioniert, finde ich cool. Ohne Mist, ich mag das wirklich. Ich hasse das einfach so stark in. Hier wollte ich überlang fahren. Erstens Abkürzung, zweitens weiße Steine. Drittens. Damn. Machen wir es halt so unten. Ja, drittens halt ein grüner Stein. Und meine Nase juckt. Oh nein. Das werde ich schon aushalten. Ich bin nämlich Rocket Racer, der Typ. Hey. Nix da. Komm zurück, Typi. Du hast meine Frau geklaut. Können wir sein. Komm zurück, du Kakaku. König Kakaku. Genau. Ich nenne das König Kakaku. König Kakaku. Ich bin schneller als du, König Kakaku. Wow. Das war ein bisschen zu viel Speed. Ja, ich hab mir ein Haar auf Thron gesetzt, habe ich rausgefunden. Die grünen Steine geben nicht nur Tempo, nein, die setzen den auch noch auf Speed. Mhm. Das erklärt auch, warum Rocket Racer immer die grünen Steine nimmt. Oh, ich hab's verraten, die Taktik von Rocket Racer. Ah, das wirkt nicht so, denn die Rocket Racer nimmt nur grüne Steine und drei weiße und dann Pionino. Das ist so ein Grund, warum Rocket Racer an einem schwer vorkommen kann. Man muss einfach nur dasselbe machen. Egal was kommt, einfach nur denselben Kram mache. Ich habe es immer geschafft, automatisch in der ersten Runde zu einer Abschlussrunde zu gewinnen, wie Sau. Hm. Das beim ersten Mal, also. Ja. So. Letzte Strecke. Mal gucken. Ich habe mal geguckt, der letzte Party. Dauert halt schon lange, wie ich gedacht. Haha. Dankeschön. Blöder Sack. So. Nein, gib mir die weißen Steine zurück, du. Ah, die können einen Schleudern bringen. Zumindest mal der gelbe. Komm noch ein weißer Stein. Machen wir es mal so. Na, Hilfe hat der Typ geschehen. Ohrenmörder. Tschüss. Übrigens kann man das auch sehen, wenn man sich so teleportet. Das, vielleicht kannst du mal Rocket Race aber zeigen. Das finde ich ganz interessant, wie das aussieht. So. Ihr könnt euch quasi vorstellen, ihr seht dieses, da wo wir drinstecken, jedes Mal, wenn wir da teleport uns so fahren. Das sehen im Grunde die Gegner auch, bloß sehen die uns das halt durchsichtig und sonst sind sie auch durchsichtig. So. Wow. Das war nicht schön abgesetzt. So, jetzt holen wir es noch immer da drauf. Nochmal. So. Und boom! Jetzt ist ein Fuß getroffen und hätte zum Absturz gebracht. Beste Runde, 30 Sekunden und 50 Millisekunden, okay. Ja, dann haben wir den zweiten Cup hinten. König Kakaku. Ja, Kakaku. Das war ey, das war schon richtig was aus dem Wort raus, man erholt. Ach du Scheiße. So. Bam! So, das war auch schon dann heute für diesen Part. Wir sind nämlich meine Maus eigentlich jedes Mal da oben links der Ecke. Ich verstehe das. So.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo es dann gegen Basil the Bad Lord geht. Und ciao, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.